Okay, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu denken zu einem neuen Let's Play Part Saman Mara. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wieso ich auf dieser Insel bin. Wieso habe ich hier das letzte Mal aufgehört? Ihr sprechen, sei vorsichtig, wenn du Sachen herumschleppst. Okay, wir wollten die Insel erkunden. Ich glaube, das war's. Wir wollten hier mal ein bisschen. Die Quest war hier. Wir haben ganz wenig Geld. Die Quest war, finde heraus, was die Erdbebenwarnung in Dunas Stützpunkt verursacht hat. Ja, dann müssen wir hier mit dem Boot ein bisschen, mit dem vergrößerten Boot mal ein bisschen durch den Ozean schippern. Das seltsamerweise ziemlich weit draußen steht. Ich frage mich, wie weit kann man sein Boot draußen parken, bis man gar nicht mehr rankommt. Ich meine, theoretisch, wenn man das. Man kommt auf jeden Fall immer von der Insel runter. Man hat ja die Möglichkeit, die Fahrt einzukaufen, dass man also zurück nach Kredis kann man ja hier. R zurück nach Kredis. Also auf der Map kann man zumindest dann immer noch. Wir sollten mal hier nachgucken. Das ist nach Osten, sollte man. Könnten wir vielleicht mal ausprobieren. Da war ja dann eh nicht auf der Insel feststecken. Ich fahre mal gen Osten. Guck mal dort nach. Ob wir was finden. Neue Inseln entdecken. Die Ursache für das Erdbeben herausfinden. Das wäre heute unsere Mission. Neue Inseln erkunden. Offene See. Ach, hier braucht eine Kükenhilfe oder was? Oh ne. Sind wir dran vorbei. Ist irgendwo ein Stern. Dann müssen wir hin. Hier. Küken retten. Wir haben schon ziemlich viele Küken auf unserer Insel. Es wird langsam voll. Ich habe schon bemerkt, denn im letzten Part, überall wo ich hingetreten bin, habe ich auf den Küken getreten. Ja. So, was haben wir hier? Stein der Naturgeister. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Okay, dann wollen wir mal den Stein der Naturgeister. Und natürlich liegt hier Möhren auf der unbewohnten Insel. Ich habe so ein seltsames Gefühl. Oder vielleicht bin ich einfach nur hungrig. Da unten ist es schon hier. Hallöchen. Los, kleine Abenteurerin. Liefere aus, was ich dir gegeben habe. Was hast du mir denn gegeben? Das war irgendeine Sidequest. Aha. Ich baue mal den Stein hier ab. Ich beute die Insel aus. Ich traue mir auch die Blumen hier. Einfach mal Naturgebiete ausbeuten. So muss das sein. Die Natur schön ausnutzen. So. Können wir hier irgendwie hoch? Wir sind hier schon ziemlich weit oben. Noch höher kommen wir hier nicht, oder? Ein bisschen Kupfererz abbauen. Damit die Natur hier auch wirklich richtig ausgebeutet wird. Alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Da komme ich wohl nicht hoch. Tja. Ich nehme mir noch eine Blume mit. Schaf. Schade. Können wir nicht mitnehmen, das Schaf. So, noch ein paar Bäume fällen. Geht leider hier nicht. Wie schade. Okay, dann weiter bis zur nächsten Insel. Ja, würde ich sagen, oder? Hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Weiter nach Osten. Ab in den Osten. Gut. Schauen wir mal, was wir heute noch für tolle Inseln entdecken.
Vielleicht finden wir dann auch irgendwann mal raus, was das Erdbeben verursacht hat. Und dass man nicht die Basis ist, die dort im, die wir schon gesehen haben, die verlassene Basis, Mitternachtsstrand. Hier muss ich vielleicht bis Mitternacht mal bleiben. Ist vielleicht naheliegend. Und schon wieder liegt hier Müll rum. Hinterlassen alle ihr Müll. Das ist immer ihre ganzen Hinterlassenschaften. Mensch, Leute, die Umwelt ein bisschen achten. Überall euer Zeug hinterlassen in der Natur. Ist doch nicht schön. Ja, er hatte mir von Leuten erzählt, die Schiffbruch erlitten. Mama Mara hat sie immer gut behandelt. Aha. Oh, ich hab Tinte. Sehr gut. Da haben wir doch die Quest erledigt mit denen. Da müssen wir doch dem Bankfuzzi dort, dem müssen wir noch die, dem Typen hier. Das ist doch die eine Quest, dass wir dem eine Tinte mitbringen müssen. Nee, der war es nicht. Wo war das mit der Tinte? Hier. Zeige dich bei Edegan erkenntlich, indem du in einen Tintenfass bringst. Dann haben wir das endlich mal geschafft. Sehr schön. Touristen. Ich glaube, der Film ist schon voll. Ein Schuss. Ach, was für ein romantisches Abenteuer das gewesen sein muss. Naja, wenn sie gestrandet sind, eher nicht so. Oh, hallo Bram. Und Kollege. Oh. Das Meer jagt mir Angst ein. Ein talentierter Koch fürchtet sich nur von vor einem schwierigen Gast. Na komm, Kopf hoch. Wenn du die besten Zutaten haben willst, dann musst du sie selber zusammensuchen. Oh. Können wir wieder zurück nach Hause? Ach komm, in Quilis ist es auch nicht so. In Quilis ist doch viel schlechter hier. Dann können wir doch hier. Es ist doch hier. Keine Schnur. Okay. Hier kann man so schön das Wasser laufen. Der will wieder zurück nach Quilis. Naja. Auf dieser idyllischen Insel. Dann werden wir gleich wieder nach Hause. Verstehe ich nicht. So, geht's noch weiter in den Osten. Sieht fast so aus. Oh, Backe, und wir können nicht nach Süden. Ist da die Map zu Ende im Süden? Ja, da ist die Map zu Ende, da geht's nicht weiter. Wird gerade sagen, wir können doch unser Boot nicht nochmal vergrößern. Wir müssen mal Mitternacht hierher kommen. Hier ist der Mitternachtsstrand. Mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Sag das nicht. Sag das nicht. Ich dachte, wir hätten unser Boot schon zum Maximal. Das Maximum vergrößert und jetzt geht's da unten noch weiter oder was? Ach du Schande. Das Let's Play wird ewig gehen. Das wird kein Ende nehmen. Wenn wir hier nochmal unser Boot vergrößern können müssen und nochmal. Oh wei. Ich fahre ein bisschen Schlängellinien. Gut, wo kommen wir jetzt hier hin? Eine kleinere Insel. Südlich Archipel. Hier ist nichts los. Müssen wir nicht anlegen. Es sind nur drei kleine Futzelinselchen. Ja. Es ist es fast nicht wert, dort anzulegen. Nicht mal sitzen können wir uns. Ist ja skandalös. Krone gibt's hier. War ich schon mal auf dieser Insel? Oder sehen sie alle gleich aus? Na doch, die sehen alle ziemlich gleich aus. Ein bisschen unterschiedlich schon, aber ja. Haben alle schon so ein bisschen Ähnlichkeiten. Wir können weiter nach Osten. Da müsste eigentlich nichts sein.
Dürfte eigentlich nichts sein, wenn wir jetzt hier offene See. Ach, jetzt kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Osten ist Westen. Was haben wir denn hier? Marinestützpunkt. Ach du Schande. Interessant. Eine Giftstatue. Sind wir hier? Das ist der Marinestützpunkt. Sehr großartig. Ich will da hoch. Komme ich mit meinem Boot nicht hoch oder was? Brauche ich erst ein größeres Boot für? Ja. Erzähl mir nicht. Da kann ich noch nicht lang. Vielleicht sollten wir hier erstmal schlafen. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Wie kommen wir denn da hoch? Vielleicht über die Steine. Schönes Meeresrauschen. Sehr gut. Könnte man angeln, wenn man eine Schnur hätte. Vermoste. Hier ist Duna also hergekommen, um mit Saimi zu studieren. Dieser Ort ist riesig. I found out that from me have a huge family. And a foot path and a wood bed. In the field each spiked river, sky blue. It's all my native. This is my motherland. I love everyone in the world. EP. Okay. Oh, wir haben und ein Fischgericht haben wir auch gefunden. Das ist ja super. Die nächste Quest erfüllt. Ja, sieht ja auch um 9 Uhr noch ziemlich gruselig aus. Obwohl wir wieder Tag haben. Ja, er wollte also nicht, dass ich diesen Ort entdecke. Es war gerissen von ihr. Na, dann schauen wir mal, was wir hier entdecken. Also die Früchte nehmen mit, die sind cool. Auf der Insel anpflanzen. Ui. Hier gibt es aber seltsame Sachen. Dünger. Pilz. Nehme ich mit. Den Pilz. Hier wurde auch wieder Müll hinterlassen. Von der Marine. Skandalös. Tinte. Immer wieder Tinte. Das ist ja großartig. Haben wir sogar noch eine Tinte übrig, nachdem wir den Kollegen ausgezahlt haben. Das ist ja großartig. Okay, hier können wir nicht lang. Niemand zu Hause. Haus aufs Dach steigen. Geht jetzt nicht so wirklich. Tja. Mag jetzt groß sein, die Insel, aber viel können wir ja trotzdem nicht erreichen. Na gut. Wieder rauf auf den Kutter. Wird es weitergefahren, weiter nach Osten, um in den Westen zu gelangen. Ist doch richtig, oder? Ja, hier. Kurz vorm schwarzen Vulkan sind wir dann gleich wieder nach Osten. Wenn ich bitten darf. So, ich nochmal Strandgut. Treibgut einsammeln. In den Osten. Hey,
der Sonne entgegen. Was? Hey, Kleiner! Ich bin in Eile. Hält dein Boot an. Du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Nicht jetzt, doch jetzt. Du solltest Erwachsenen gegenüber respektvoller sein. Das ist nicht fair. Bei mir musst du keine Fairness erwarten, Mädchen. Ich bin ein Pirat. Und sogar ein ziemlich guter. Nichts im moralischen Sinne, natürlich. Besser ausgedrückt, ich bin ein großartiger Pirat. Er ist groß und er ist artig. Mein Name ist Herr Eckrum. Und mein Nachname ist Fresh. Wenn du eine gute Matrosin sein willst, brauchst du eine Besatzung. Die brauche ich nicht, Napopo und ich schaffen es alleine. Und was ist mit deinem Haustier? Was denn für eins? Ein Schweinchen. Jeder Matrose braucht ein Schweinchen, um das er sich kümmern kann. Das nennt er dann Meerschwein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nimm ihn, er ist ein braves Schwein. Im moralischen Sinne. Er ist ziemlich zahm und lieb. Wenn du ihn fütterst und etwas wartest, dann bringt er dir Trüffel. Bring sie zu mir. Schenkst du mir wirklich ein Schwein? Ja. Das ist großartig. Wie schön, wie toll. Eins Schweinchen. Finde heraus, was die Erdbeben waren und Unterstützung. Da sind wir doch bald dabei, oder? Vermutlich der Bohrer hier. Ich befürchte es. Finden wir es mal heraus. Ah, schade. Ich dachte, wir können hier sterben. Station der Elites. Hallöchen. Ich komme zu Besuch. Aber was macht ihr hier? Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, dieser Bereich ist nur für Personal. Zeig mir bitte deinen Ausweis. CB152-74-89. Ein sehr schöner Name. Hallo, ich bin Kura. Schön, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Ich verstehe die Frage nicht. Was machst du hier? Nichts, ich gucke nur. Wie heißt du? Meine Kennnummer ist CB 52 74 89. Das ist zu lang. Ich werde dich CB nennen. Das ist eine eklatante Verletzung der Kennzeichnungsrichtlinien. Tut mir leid, ich kenne eure Richtlinie nicht. Du sollst sie kennen und respektieren. Ja, schon gut. Du sollst jetzt gehen. Du bist nicht befugt, dich in dem Bereich aufzuhalten. Aber ich gucke doch nur. Die Bereichsrichtungslinie geben vor, dass jeder Bereich abgeschottet sein muss. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, CB. Das ist nicht meine Kennung. Sie lautet CB 152-74-89. Hey, das violette Flüssigkeit, die du da hast, ist sie gut? Das ist eine Fläschchen mit der Diva. Die ist unentbehrlich für mein reibungsloses Funktionieren. Davon habe ich daheim ganz viel. Der Diva gibt es auf diesem Planeten nicht. Doch gibt es. Pass auf, ich bringe dir eine Flasche. Das halte ich für unmöglich. Du wirst schon sehen, CB. Meine Kennnummer lautet nicht CB. Bring Brombeersaft zu CB, dem Mechaniker auf der Bohrinsel. Da haben wir keins mit dabei. Kein Brombeersaft. Ist ja schlimm. Gut. Dann machen wir hier noch eine kleine Reise. Zurück zu unserer Heimatinsel. Und dann, ich würde mal sagen, erstmal versuchen wir mal der Duna Bericht zu erstatten. So, nach Osten würde ich mal schätzen. Ja. Könnte sein. Hier, das ist doch Dunas Insel. Der schwarze Vulkan.
So. Einmal Donnerbescheid Bericht erstatten und dann. Okay, ich muss das Boot einmal umparken. Es ist ein bisschen weit weg vom Geschehen. Die Musik ist auch irgendwie ziemlich spannend. Ist ja sehr schön, die Musik. Ja. Na komm, Dunner, ich kann dir erzählen, woran es liegt. Es ist der Elite, der da drüben bohrt. Hör mal, wer da bohrt. Da ist er. Sollst du nicht irgendwo anders sein? Ich versuche die doch gerade. Verdammt. Müssen wir dem erstmal Blaubeersaft bringen, bevor wir das machen können. Ja, wieder so eine Geschichte. Wir können das Offensichtliche nicht tun. Müssen erst die Quest komplett abgeschlossen haben. Erst alle Nebensachen gemacht haben. Dass wir das jetzt nicht schon im Vorhinein machen können. Ich meine, wir wissen es ja schon. Warum können wir unser Wissen nicht jetzt schon teilen? Wir müssen erstmal noch Blaubeersaft übermitteln. Ja. Ich hoffe ganz ernsthaft, dass wir jetzt hier nicht nochmal das Boot vergrößern müssen, um noch weiter zu können. Ich will das Spiel bald mal beendet haben. Das sah schon so nach, das mit den Elites, das sieht schon so sehr nach Finale aus. Das ist, ja. Da will man irgendwie. Das sah schon so Finale aus. Das ist. Ich will das Finale haben. Ich habe schon ein Nachfolgerprojekt, was gespielt werden will. Was jetzt hier das nicht versauen soll. Aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Kann gerne auch 10 Parts dauern. 10 oder 12 Parts kann es hier noch gerne gehen. Aber darf dann auch. Also 100 Parts sollte das Let's Play hier nicht sein. Ich meine, wir sind jetzt hier schon über 30 Parts. Saman Mara, das kann auch, ja. Ihr versteht. So, Schweine schon auf der Insel. So, oder was? So, ein paar Blaubeeren sammeln. Hier, die Küken, das meinte ich vorhin. Ich habe kein Essen für euch. Ja. Die folgen mir immer. Überall, wo man hintritt. Küken. So, eine Küche. Blaubeersaft. Da brauche ich noch eine Brombeere. Einen noch. Ich hoffe, wir haben hier noch eine. Gut, das ist gerade blöd. Das ist hier. Das ist unschön. Eine Blaubeere noch, bitte. Na, tolle Wurst. Müssen wir mal warten, bis wieder was wächst, oder weiß, oder wie. Vielleicht hilft das Schlafen ein bisschen. Nach ein paar Nächten müsste doch mal was wieder gewachsen sein. Noch nichts. Doch hier. Da haben wir eine Brombeere. Blaubeere. So, Brombeersaft. Sehr gut. Das können wir gebrauchen für die Quest. Und jetzt ab zurück. Können wir dazu machen. Station der Leads. So, sind wir direkt hier. Ah, jetzt das Schwein da drauf. Interessant. Hier bitte sehr, ich habe es von meiner Insel mitgebracht. Aber das ist nicht Dadiva. Nenne es wie du willst. Ist es nicht Decker? Doch, ehrlich gesagt, ja. Wie nennst du dieses Dadiva-Imitat? Brombeersaft.
Interessant. Ich glaube jedoch, unsere Nahrungsrichtlinien erlauben so ein Gebräu nicht innerhalb der Anlage. Keine Sorge, wenn sie dich erwischen, sag, dass es meine Schuld ist. Wie viel kostet dieses Gebräu? Wie viel es kostet? Gar nichts. Ich hätte jetzt 1 Million gesagt. Ich hätte jetzt dreist 1 Million gesagt. Das schenkt sie ihm. Gar nichts. Es ist ein Geschenk. Das verstehe ich nicht. Die Richtlinien zum Warenaustausch besagen. Was machst du hier eigentlich? Meine Arbeit besteht in der Wartung und der Reparatur des Kühlungssystems. Das meinte ich nicht ganz, aber wie läuft es bei der Arbeit? Mein Abwasserrohr hat einen Riss, aber ich bin nicht in der Lage, es abzudichten. Ich habe nicht die nötigen Materialien und Werkzeuge. Ich warte auf Nachschub. Bis dahin läuft weiter Abwasser aus. Keine Sache, ich könnte dir nur bringen. Es ist nicht ratsam, ungeprüfte Werkzeuge zu verwenden. Ich warte lieber auf die Ankunft des Nachschubs. Ich kümmere mich darum. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Diese Einstellung verstößt gegen die Richtlinien. Ich sollte mit Duna reden. Ja, mach das mal. Nicht, dass wir hier noch einige Nebenquests annehmen. Ich habe die schlimmen Dinge gesehen, die Elites tun können. Aber warum nur? Ja, okay. So, zurück zu Duna. Können wir endlich mal Bericht erstatten von dem, was hier vor sich geht? Das war ja unsere Quest, immerhin. Das Lilane, was man hier im Wasser sieht, das ist wohl das Abwasser. Und wie sieht's aus? Es ist heftige Umweltverschmutzung. Sieht hier mehr nach Wackelpudding aus als nach Wasser. Es ist ja hier. Es ist kaum noch richtiges Wasser. Da muss doch jeder Fisch drin krank werden. Haben wir ja schon einen verseuchten Fisch gezeigt. Das war ja auch schon eine Quest. So, Schwein, du bleibst tot. Bist jetzt ein Brotschwein, Schiffsschwein, Meerschweinchen. Duna, ich brauche deine Hilfe. Ach so, sie guckt dahin. Sie steht so gegen den Zaun. Duna, ich brauche deine Hilfe bei einer Reparatur. Ein Abwasserrohr auf der Elite-Station ist undicht. Du hast vor, etwas auf einer Elite-Station zu reparieren? Ja, naja, ich will meinem Freund Zibi helfen. Er ist wirklich traurig, verstehst du? Er redet den ganzen Tag nur über Richtlinien. Versuchst du, das Vertrauen eines Elites zu gewinnen, um ihm Informationen zu entlocken? Du bist ein wirklich schlaues Mädchen. Ich helfe Zibi nur. Ein Abwasserrohr. Du wirst Materialien in der Schmiede von Inquilis kaufen müssen. Auweia. Ich werde dir aufschreiben, was du brauchst. Und ist diese Werkbank für dich von Nutzen? Wofür? Um besser arbeiten zu können, natürlich. Ja, die habe ich schon in meinem Haus. Bring die Materialien für die Reparatur von CB, damit er den Riss dichten kann. Ein Metallrohr, 5 Schrauben und 2 Silberbarren. Okay, mit solchen Quests geht jetzt weiter. Und Co. hat noch nicht geschnallt, dass das jetzt hier die Lösung für das Problem ist von der Kollegin hier. Hätten wir Bericht erstatten können. Aber gut, reparieren wir erstmal das Ungetüm. Den Elites helfen, statt die zu bekämpfen. Ja. Tja, wie heißt's ja am besten? Wie sagt man immer so gut? Wie macht man sich? Wie besiegt man am besten einen Feind, indem man sich ihn zum Freund macht? Indem man sich ihn zum Freund macht. So besiegt man am effektivsten einen Feind. Ganz genau.